Hi, ich wollte euch heute meinen Lesemonat für den Mai vorstellen. Der ist eigentlich ganz gut verlaufen, ist nicht so ganz, wie ich es mir vorgenommen habe, abgelaufen. Ich habe die letzten zwei Bücher von dem One to Read nicht gelesen. Das eine habe ich ausgetauscht durch ein Rezi-Exemplar und ja, die stelle ich euch jetzt einfach mal vor. Ich habe das erste Buch gelesen von Estelle Lohr, Gegen das Glück hat das Schicksal keine Chance. Dieses Buch habt ihr wahrscheinlich schon ziemlich oft in die Kamera gehalten bekommen. Ich habe dem Buch nur 3 Sterne gegeben und jetzt fragen sich bestimmt einige, warum das denn? Also ich habe viele Rezis gesehen, wo wirklich 4, 5 Sterne vergeben wurden oder das schon als kleines Highlight bezeichnet wurde. Ich muss dazu sagen, ich habe das während der Prüfungszeit oder während eines Prüfungstages gelesen und zwar einen Tag vorher. Einmal während des Tages der Prüfung, also früh, um mich so ein bisschen abzulenken und halt einen Tag danach. Und die Geschichte ist mir wirklich nicht so super in Gedanken geblieben und ich vermute einfach mal, dass das damit zusammenhing. Ich werde es vielleicht später nochmal lesen und dem Ganzen eine Chance geben. Auf jeden Fall geht es ja hier um Lucille. Lucille hat es nicht einfach, sie muss sich um ihre kleine Schwester kümmern, weil ihre Eltern plötzlich abgehauen und untergetaucht sind. Keiner weiß am Anfang, wieso, weshalb, warum. Das erfahren wir später. Und sie geht selber zur Schule, ist gerade mal 17, muss sich irgendwie durchschlagen mit einem Nebenjob, versuchen ja immer rechtzeitig Kohle ranzubekommen. Und ja, sie will auch nicht, dass es irgendjemand erfährt großartig, was da bei ihrer Familie los ist. Sie verrät es wirklich nur ihrer besten Freundin und auch selbst deren Mutter oder Familie soll es halt nicht wissen, um ja der Gefahr nicht zu unterlaufen, dass ihr die kleine Schwester Rennie weggenommen wird. Und ja, so hat sie ihre beste Freundin Eden an ihrer Seite und die hat einen ganz süßen Zwillingsbruder namens Digby und in den ist Lucille unsterblich verknallt und das Problem ist halt, der hat eine Freundin. Und so hat sie es wirklich nicht einfach. Also es ist ein Buch, was so ein bisschen von Freundschaft, aber auch von Trauer und ja, Familienverlust ja, gespickt ist. Aber dennoch konnte mich auch der Schreibstil nicht so wahnsinnig ja, kitzeln oder hat bei mir einfach gar nicht auf den richtigen Nerv getroffen wahrscheinlich. Es war halt ein einfacher, schöner Schreibstil, aber nichts wahnsinnig Weltbewegendes. Aber gut, dafür, dass es ein Jugendbuch ist, das muss man wahrscheinlich auch an der Stelle bedenken. Wie gesagt, hat mich das jetzt nicht so wahnsinnig gepackt und auch ja, das Ende zum Schluss hat nochmal so einen kleinen Hang zur Dramatik bekommen. Man hat da nochmal so ein bisschen mitgefühlt mit ihr, aber so grundsätzlich konnte mich das Buch einfach nicht so ganz überzeugen und deswegen halt einfach nur 3 Sterne. Vielleicht gebe ich dem, wie gesagt, später nochmal eine Chance, dass ich es in, keine Ahnung, 2, 3 Jahren oder so nochmal lese und mal schaue, wie es mir dann so gefällt. Es ist auf jeden Fall ein dünnes Büchlein, hat nur 249 Seiten. So in dem Dreh und ja, ist wahrscheinlich für viele trotz des schönen Covers sehr ansprechend, also lest es gerne mal, es ist ja nur eine subjektive Betrachtung meinerseits, also von daher hoffe ich, dass es euch wenigstens gefällt, also mich konnte es jetzt nicht so wahnsinnig begeistern. So, machen wir weiter mit einem Rezi-Exemplar und zwar ist das Buch von Eve Chase, Black Rabbit Hall und ihr seht schon, das ist ein wunderschönes Cover, das hat ja so ein milchiges Papier. Das kann man abnehmen und dahinter verbirgt sich nochmal so eine schöne grüne Landschaft. Und es geht hier um eine Familiengeschichte und zwar spielt das in 2 Zeitsträngen. Einmal 1968 in London, nee, in Cornwall und in der Jetztzeit in London. Und es dreht sich hier um ein, also einmal um dieses abgebildete Anwesen hier oben, so schön in Gold dargestellt. Und die Familie Elton lebt in, also Ende der 60er Jahre, auf dieser Sommerresidenz sozusagen und da erfährt man gleich auf den ersten Seiten, was für ein tragisches Schicksal sich ereignet und das soll natürlich auch die komplette Familie ja im weiteren Leben einfach beeinflussen, was sehr, sehr schlimm, was sehr, sehr tragisch ist. Und in der Jetztzeit begegnen wir Lorna und ihren Verlobten. Die sind auf der Suche nach einer richtig coolen Hochzeitslocation und ja, gondeln wirklich stundenlang durch die Gegend, bis sie Black Rabbit Hall sehen. Ihr Verlobter ist nicht so super angetan, Lorna hingegen schon und sie fühlt sich total zu diesem, ja, das ist einfach total marode und in die Jahre gekommen, das Gebäude und sie hat einen wahnsinnigen Bezug zu diesem Gebäude gleich. Sie fühlt sich total verbunden damit und irgendwie lässt sie das Ganze nicht mehr los. Sie fährt also auch später nochmal ohne ihren Verlobten in dieses alte Haus, was natürlich auch noch bewohnt wird von der alten Hausdame mit ihrer, wie sagt man, ja, also sie ist Dienstmädchen, Köchin, sie kümmert sich da eigentlich um wirklich komplett alles. So eine kleine Hausverwalterin, könnte man vielleicht sagen. Und die Charaktere haben mir unheimlich gut gefallen. Es gibt eine ausführlichere Rezension zu diesem Buch, deswegen plappere ich jetzt mal nicht ganz so viel.
Und wer Interesse oder ja, wen es interessiert, wer so ein bisschen neugierig geworden ist, kann ja gerne auch mal in der Rezi vorbeischauen. Also mir hat das Buch unglaublich gut gefallen. Es hat gute 4 Sterne bekommen. Ja, warum keine 5? Es hat mich so ein bisschen an Kate Mortons Seehaus erinnert und von daher fand ich die Idee nicht mehr ganz so innovativ und neu. Das ist so der Kritikpunkt. Ansonsten ist es eine wunderschöne Lektüre für den Sommer. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der so ja, Lucinda Riley Bücher mag oder ja, einfach ein Kate Morton Fan ist. Für den wird das auf jeden Fall was sein, denke ich. Ja, machen wir mal chronologisch weiter mit einem meiner nächsten Rezi-Exemplare. Und zwar ist das Ghetto Bitch von Gernot Gritsch. Das Cover hat mich echt angesprochen, der Klappentext auch. Und somit hatte ich das angefragt. Und es ist wirklich ein cooles Jugendbuch. Es hat mir sehr gut gefallen. Es hat gute 4 Sterne bekommen. Und es geht hier um Nele. Nele ist 15, wächst in einem Villenviertel auf in Hamburg und hat einen Bruder, hat zwei gut betuchte oder gut situierte Elternteile. Und fühlt sich pudelwohl dort, wo sie lebt. Sie ist in einer guten Schule, hat einen tollen Freundeskreis, hat den süßesten Jungen als Freund. Und ja, ihr kann es eigentlich nicht besser gehen. Sie kann shoppen gehen, hat Taschengeld, wo andere wahrscheinlich ja, das Geld im ersten Lehrjahr noch nicht haben. Aber dann passiert eines Tages was wirklich Grausiges. Ihr Vater stirbt beim Autounfall und er hatte eine Architekturfirma. Und es ist halt alles komplett pleite gegangen. Die Versicherung zahlt nichts, weil man sich nicht sicher ist, ist das wirklich jetzt selbst herbeigeführt gewesen, der Unfall, oder ist es wirklich nur ein Unfall gewesen? Und somit ist ihre Mutter wirklich gezwungen, alles zu verkaufen, vom Haus, vom Auto, persönliche Gegenstände, und sie müssen Hartz IV beantragen und in eine wirklich schlecht situiertes Viertel, in eine sehr sozial schwache Wohngegend ziehen. Und es ist ihr mega peinlich, sie traut sich und schämt sich total dafür und ja, traut sich das nicht ihren Freunden zu erzählen. Und somit denkt sie sich eine Lüge aus. Und ihre Mutter, das fand ich halt echt ein bisschen bescheuert, unterstützt das Ganze. Und zwar erzählen sie halt ihren Freunden, ihre Mutter hätte ein tolles Jobangebot in New York und da gehen sie jetzt für ein Jahr hin. Und dann schmeißen die ganzen Freunde und Nachbarn eine riesengroße Abschiedsparty. Und ich finde es halt so dämlich, dass die Mutter das halt unterstützt, weil ich meine, dass das irgendwo schief läuft oder dass sowas immer irgendwo rauskommt, das ist ja eigentlich schon so ein bisschen abzusehen. Und naja, dass so ein 15-jähriges Mädchen so eine Idee fasst, okay, das kann man noch nachvollziehen, ne? Sie ist in einer ganz merkwürdigen Situation. Aber dass so eine Mutter da nicht Einhalt gebietet und sagt, Mensch, pass auf, steh da drüber oder... Ne, das wird schon wieder. Nein, sie hat das total mit initiiert und ins Leben gerufen. Das fand ich ein bisschen schwachsinnig. Ihr Bruder hingegen war an der alten Schule nicht sehr beliebt. Es war so ein richtiger Außenseiter, der gemobbt wurde. So eine Couch-Potato und sehr in sich geschlossen. Und als sie nun in dieses neue Wohnviertel ziehen, findet der merkwürdigerweise sehr schnell Anschluss, ist auch ja recht beliebt und knüpft da neue Kontakte und fühlt sich pudelwohl im Gegenzug zu Nele. Die hat es richtig, richtig schwer. Und ja, das ist ein Buch voller Vorurteile gegenüber ja, Reich und Arm, die Schneise, gerade so die Klischees, die zwischen solchen, ich sag mal, sozial schwachen Wohnvierteln gegenüber diesen Villenvierteln entstehen, wird hier thematisiert und aufgegriffen. Es geht viel um das Thema ja, Identitätssuche im Jugendalter. Gewalt, Alkohol, Drogen wird thematisiert und auch Zwangsheirat. Also es ist ein Buch, was auch... mit ein wenig Tiefgang gespickt ist, denn Gernot Gritsch hat hier einen richtig guten Twist hinbekommen, dass das Ganze nicht so runtergespielt wird, nicht so bagatellisiert wird, sondern schon auch eine ernste Thematik bekommt, aber trotzdem das Buch so einen gewissen jugendlichen Charme beibehält mit dem ja, Sprachstil, der hier verwandt wird. Also man kriegt auch immer richtig gut raus, dieser Jugendslang, der sozusagen in diesen sozial schwachen Vierteln herrscht und in den Schulen, und wenn es dann wieder in ihre ja, versnobte Welt, sage ich jetzt einfach mal, zurückgeht. Das fand ich schon relativ cool und Gernot Gritsch hat mich hier richtig, richtig gut unterhalten mit seinem Roman und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Es ist vom Sprachstil oder vom Schreibstil her nichts sehr Außergewöhnliches, aber das Buch lebt eigentlich so von den Dialogen, die hier geführt werden. Und mich hat es richtig, richtig gut unterhalten und ja, ich kann es einfach nur weiterempfehlen. Ist auch nicht so wahnsinnig dick. Ich glaube, es hat so um die 320 Seiten gehabt und von daher lässt es sich auch super schön und schnell weglesen. Und zum Schluss bekam das Buch auch nochmal so eine unerwartete Wendung. Die Charaktere haben sich weiterentwickelt, aber ihr könnt gerne dazu in der Rezi vorbeischauen, wenn euch das jetzt so ein bisschen angesprochen hat, das Buch.
Ja, ein weiteres Rezensionsexemplar aus dem Luchterhand Verlag ist von Juli C. Unter Leuten, ihr seht schon, ich habe hier einiges markiert. Das ist ein Buch, was wirklich, also vor allen Dingen erstmal ein dicker Schinken war, 635 Seiten. Ich habe hier sehr viel Zeit mit verbracht. Ich glaube, 3 bis 3,5 Wochen habe ich das so über den kompletten Mai hinweg gelesen, immer so ein paar Seiten, weil es wirklich ein anspruchsvolles Buch war. Ich hatte ein paar Schwierigkeiten mit dem Reinkommen, so auf den ersten 100 Seiten. Worum geht es? Es ist ein gesellschaftskritischer Roman und das Dorf unter Leuten, wie der Titel auch schon sagt, das ist ein fiktiver Ort und am Anfang werden erstmal die ganzen Dorfbewohner vorgestellt, die Alteingesessenen, Neuzugezogene, die aus der Stadt flüchteten. Und dieses Buch bietet so viel Potenzial und beziehungsweise das wurde natürlich auch ausgeschöpft, aber so viel verschiedene Thematiken, die hier angesprochen wurden, dass es wirklich echt intellektuell und niveauvoll war und nichts mal, was ich eben zwischendurch weglesen konnte. Also vom Klappentext hinten hört es sich so an, ja, ein Gesellschaftsroman über wichtige Fragen unserer Zeit, hochspannend wie ein Thriller. Das, dem stimme ich natürlich auch zu, aber deswegen hatte ich gerade sowas nicht erwartet. Also ich dachte, das ist wirklich irgendwas Spannendes, was Interessantes, was man eben so wegliest. Nein, das war es nicht ganz. Das Buch geht um die Dorfbewohner und ja, eigentlich wollen sie nur Gutes, richten aber dabei doch etwas Schwierigeres oder auch ja, Kritisches an. Und das spinnt sich halt immer so weiter. Themen werden aufgegriffen, wie der Ost-West-Konflikt, Klischees und Stereotypen werden hier bearbeitet und thematisiert. Die Eigenschaften von Dorfbewohnern wird hier nochmal ein bisschen vielleicht auch auf die Schippe genommen, stellenweise ein bisschen mit Ironie gespickt und ja, es ist halt schon sehr, sehr interessant, aber wie gesagt, ich habe auch hier eine Rezension zugedreht, also wen das anspricht, gerne mal in der Rezi vorbeischauen, weil es birgt viel Redebedarf und das lässt sich nicht so ganz kurz alles abhandeln. Von daher kann ich nur sagen, das Buch hat mich unglaublich gut unterhalten. Es hat 4,5 Sterne bekommen. Und die Liebe zum Detail, die Juli C. hier an den Tag gelegt hat, die ja, wahnsinnig gut gestalteten Sätze, die hier verwandt wurden, die Wortgewandtheit Juli C., das ist mal wieder so ganz typisch für sie und es ist wirklich ein kleines Meisterwerk, was sie hier kreiert hat. Was mir noch besser gefallen hat, war eigentlich die Liebe zum Detail, die sie drumherum gebaut hat um das Buch. Es gibt nämlich eine Internetseite, www.unter-leuten.de heißt die, glaube ich. Ich verlinke das alles in der Rezension nochmal. Oder es ist in der Rezension verlinkt. Und die verlinke ich euch wiederum in der Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und zwar werden da alle Dorfbewohner charakterisiert. Und das ist wirklich, die ganze Gaststätte wird da nochmal aufgegriffen. Selbst die hat eine eigene Website. Manche Charaktere in dem Buch haben sogar eine eigene Facebook-Seite, wo wirklich Posts und Fotos der letzten Monate ja, stattfanden. Das fand ich total krass. Das hat mich echt mega überrascht und einfach beeindruckt ohne Ende. Und da hat man auch gemerkt, wie viel Arbeit sie sich da gemacht hat und wie viele Jahre vor allen Dingen dieses Buch in Anspruch genommen hat. Und das merkt man. Das hat sich auch einfach ausgezahlt. Ich würde nur den Tipp geben, wer dieses Buch liest, und wer ebenfalls wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, sich da zigtausend verschiedene Personen mit Namen und Charakteristika zu merken, guckt euch wirklich vorher gerne mal die Homepage an. Das hätte ich vielleicht auch eher vorher statt hinterher machen sollen, aber die Adresse stand hinten auf den letzten Seiten. Von daher habe ich das auch dann erst gemerkt. Aber es ist wirklich sehr empfehlenswert, sehr unterhaltsam. Und ja, wer mal wieder so ein bisschen was zum Nachdenken braucht oder überhaupt mal so ein bisschen wieder sein Köpfchen fordern möchte, für den ist das genau das Richtige. Dann habe ich noch ein sehr unterhaltsames, witziges Buch gelesen von Virginia Ironside. Das Tagebuch der Marie Sharp. Nein, ich will keinen Seniorenteller. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Das ist jetzt keine wahnsinnige Neuerscheinung. Und das Büchlein scheint erstmal relativ dünn. Das dachte ich mir auch so. Das hat eigentlich nur 288 Seiten. Aber die Schrift ist irgendwie so klein, so eng. Und da habe ich doch ein bisschen länger gebraucht als erwartet. Wem begegnen wir hier? Das ist die 59-jährige Marie und die sieht die Dinge der Welt so ein bisschen anders als alle anderen in ihrem Alter. Sie freut sich nämlich aufs Altwerden und ja, diese ganzen anderen Leute, die so ein bisschen Midlife-Crisis haben, die sagen auch, naja, jetzt bin ich im bequemen Rentenalter, jetzt starte ich nochmal so richtig durch und keine Ahnung, melde mich im Leseklub an, lerne eine neue Sprache, mache irgendwelche Weltreisen, keine Ahnung.
Sieht Marie Sharp so ein bisschen ja doch negativ gegenüber und ja sieht halt einfach die Dinge aus einer völlig anderen Perspektive. Sie ist so eine sehr zynische, auch ironische Frau und wir lesen einfach immer nur ihre Tagebucheinträge, wie sie quasi alles so sieht und bewertet. Sie hat einen polnischen Haushälter, sie hat eine französische Untermieterin und sie hat ein wirklich reges soziales Kontaktleben. Sie hat viele Freunde, einen Sohn und sie wird bald Omi und dem fiebert sie total entgegen. Und eigentlich will sie nicht so eine verschrobene alte Lady sein, aber irgendwie ist es doch. Sie hat einen guten Kern. Aber sie hat auch stellenweise echt Haare auf den Zähnen und sie versucht das aber so ein bisschen zu überspielen, dass sie eigentlich doch eine ganz zart beseitete, vielleicht auch ein bisschen tiefgründigere Dame ist, aber das lässt sie halt nicht so durchblicken. Sie will halt immer so ein bisschen die Coole sein und die Unnahbare spielen und das fand ich sehr, sehr schön an dem Buch. Ich habe viel gelächelt und viel geschmunzelt. Sie hat mich gut unterhalten, aber zum Schluss ging mir das Ganze, der sehr ironische, dann doch so ein bisschen auf den Keks, weil es wurde mir halt einfach zu viel. Es kommt auch nichts anderes. Es kommt zum Schluss noch mal eine kleine Wendung, weil sie ist mit einem schwulen Pärchen befreundet und einer davon, ja, dem passiert etwas nicht ganz so Schönes und von daher stellt sich auch die Frage um Leben und Tod und ihre Gedanken hierzu sind wirklich sehr, sehr interessant und auch sehr tiefgründig. Auch die Gespräche, die sie dann mit verschiedenen Personen darüber geführt hat, das war schon, doch etwas mit Tiefgang und das hat mich dann wiederum sehr positiv nochmal beeindruckt. Ansonsten, wie gesagt, dieses ganze Ironische und ich bin ja so cool und ich bin ja auch ganz anders als alle anderen, das hat mich so zum Schluss ein bisschen genervt und deswegen hat es halt auch nur 3,5 Sterne bekommen. Und keine 5. Auch hier gibt es eine Rezi zu. Ich weiß nur nicht, ob die schon hochgeladen ist. Falls, werde ich sie euch auf jeden Fall verlinken. Es ist ein schönes Büchlein für zwischendurch, aber es ist doch dicker als gedacht. Und das letzte Buch für den Mai ist ein ebenfalls Rezi-Exemplar gewesen und zwar von Hannah Tunicliffe, Der Geschmack von Salz und Honig. Ein wirklich sehr schöner Roman, das hätte ich nicht gedacht. Das Cover hat mich super doll angesprochen, deswegen habe ich es angefragt. Der Klappentext, es klang halt einfach eine schöne, seichte Geschichte für zwischendurch, die aber auch so ein bisschen Trauer dabei hat. Und deswegen hatte ich das Buch auch angefragt und mich super gefreut, dass ich es auch bekommen habe. Aber das Buch hat mich viel mehr beeindruckt, als ich überhaupt erwartet habe. Denn es geht hier um Francesca. Francesca ist eine Italo-Amerikanerin und sie hat erst kürzlich ihren Alex geheiratet. Nee, Quatsch, sie will Alex heiraten. Und wenige Tage vor der Hochzeit verstirbt er bei einem tragischen Surferunfall. Das Ganze kriegt sie von ihrer Schwiegermutter aufs Brot geschmiert und die beiden haben jetzt nicht so das wahnsinnig enge Verhältnis. Also der Alex hat halt eine relativ gut betuchte Familie, das sind alles so kleine, Schickimickis will ich mal sagen. Und Francesca ist halt aus einer normalen Familie, sage ich einfach mal, eine sehr lebhafte und gesellschaftsliebende Familie. Und bei denen ist halt alles so, sehr emotional, ne? Also so typisch italienisch halt. Die reden mit Händen und Füßen, die sind laut, die sind fröhlich. Und die Familie von Alex, die sind halt sehr, sehr distanziert zueinander, gefühlskalt. Also sie zeigen keine Gefühle in der Öffentlichkeit und dementsprechend eigentlich auch so das ganze Gegenteil. Der Tod, klar, das wirft sie komplett aus der Bahn. Sie wollten in ein paar Tagen heiraten und auf der Trauerfeier verliert sie dann einfach total die Fassung und haut ab. Sie geht in ein kleines Waldstückchen und dort verkriecht sie sich in einer kleinen Holzhütte, die sie auch mit ihrem Alex früher schon oft besucht hat. Also es gehört der Familie. Und was sie in diesem Holzhäuschen alles für wahnsinnsinteressante Zeit erlebt, das ist wirklich richtig, richtig cool. Hätte ich so nie erwartet. Also in diesem sehr verlassenen Wald von, ich glaube, wo ist es, wo spielt es? Washington, genau, in den Wäldern von Washington und die ganzen Nachbarn so drumherum, also was heißt Nachbarn? Nachbarn nicht unmittelbar, aber schon so in hunderten Metern Entfernung leben auch andere Menschen und die nehmen sie total liebevoll auf, versuchen ihr so ein bisschen Halt zu geben, sie zu unterstützen. Die kleine Huya, das ist ein neuseeländischer Name, ist im Prinzip bei ihrem Vater, der sie allein großzieht und die bringen dann wieder so ein bisschen Freude in ihr Leben und die kleine Huya zeigt ihr den Wald und das Ganze ist so bildhaft beschrieben, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist da mittendrin in der Geschichte. Und allzu viel möchte ich natürlich nicht verraten, weil hierzu kommt noch ein Rezi. Und wenn euch das so ein bisschen anspricht, dann könnt ihr auch da gerne dann vorbeischauen. Ich kann es nur wirklich sehr empfehlen. Es hat 4 gute Sterne von mir bekommen. Der Schreibstil ist wunderschön, die
Thematik, der Familienzusammenhalt hat mir unglaublich gut gefallen und auch dieser Tiefgang, der hier dargestellt wird, die Liebe zur Natur und die wunderschöne Landschaft, das hat die Autorin super, super gut hingekriegt zu beschreiben und wiederzugeben, so dass ich mich unglaublich nahe auch zu den Charakteren gefühlt habe und ja, deswegen hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Und wie gesagt, wenn die Rezi dann oben ist, schaut gern mal vorbei. Ja, das war mein Lesemonat, also nicht ganz so geplant oder nicht ganz so gelaufen wie geplant, macht aber auch nichts. Ich hatte ja schließlich dann auch gern mich draußen aufhalten wollen im Mai bei den schönen Wettern. Naja, bei den schönen Wettern. Nein, also bei den schönen Tagen oder bei dem schönen Wetter, was wir jetzt hatten in letzter Zeit. Wir haben leider nicht so viel ab. Leider. Wir haben Gott sei Dank nicht so viel von den Stürmen oder Gewittern abbekommen. Von daher konnte ich das Wetter genießen und viel Gartenarbeit machen. Und ich hoffe aber trotzdem, dass der Juni ein bisschen lesereicher wird. Also da werde ich mich nochmal zu motivieren. Und ja, das war's an der Stelle von mir. Lasst mir doch gern mal in den Kommentaren da, ob ihr eins der Bücher gelesen habt und wenn ja, wie ihr sie fandet oder was ihr im Mai so gelesen habt, was so eure Highlights waren. Also so ein richtiges Highlight war eigentlich, glaube ich, eher das Buch von Juli C., was mich am meisten beeindruckt hat. Alles andere war schön und nett zu lesen, aber das ist wirklich ein Buch, was mich viel zum Nachdenken angeregt hat und was ich auf gar keinen Fall hätte missen wollen. Von daher war das so ein kleines Highlight des Monats. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns in einem nächsten Video bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.